Ja, der Übergang zu grünen Technologien ist die große Herausforderung unserer Zeit. Die Zukunft der Energieversorgung muss neu erfunden werden. Das grüne Rennen läuft auf vollen Touren. Nicht die Großen, die Schnellen gewinnen hier. Ein Fokus der Innovation sind Kraftstoffe aus erneuerbaren Ressourcen. Biodiesel soll fossile Brennstoffe ersetzen. Das Problem, die Kosten. Die Lösung kommt vielleicht aus Kalifornien und setzt auf einen Rohstoff, der nun wirklich in Massen vorhanden ist. Es heißt, Solardiesel wird aus Algen gewonnen und soll schon bald herkömmlichen Diesel vollständig ersetzen, wenn es nach diesem Mann geht. Unsere Gesellschaft hat sich von einer einzigen, begrenzt vorrätigen und nicht nachwachsenden Substanz abhängig gemacht, vom Erdöl. Wir wollen jetzt ein neues, besseres Öl herstellen, das genauso verarbeitet werden und mit dem man die gleichen Produkte herstellen kann. Harrison Dillon ist Mitbegründer der kalifornischen Firma Solarcyme. Solarcyme ist nicht das einzige Unternehmen, das Öl aus Algen herstellt. Der Unterschied ist, dass beim Produktionsprozess keine Photosynthese stattfindet. Hier wird eine Mischung aus Algen und beliebiger Biomasse fermentiert. Dazu mussten die Algen genetisch so verändert werden, dass sie auch im Dunkeln wachsen können. Den Zucker für die Fermentierung liefert billige Biomasse wie Holzabfälle. Wenn man Algen mit Zucker heranzüchtet und nicht wie sonst üblich mit Licht als Energiequelle, macht das die Herstellung viel, viel billiger. Seit 3 Milliarden Jahren verwandeln Mikroalgen Kohlendioxid in Energie und geben dabei Sauerstoff ab. Experten schätzen, dass Algen jedes zweite Sauerstoffmolekül auf unserem Planeten produzieren. Mindestens 30.000 verschiedene Arten gibt es. Doch die Produktion einer möglichst großen Menge an Algen ist nicht alles. Entscheidend für die Gewinnung von Öl ist ihr Fettgehalt. Um den zu erhöhen, werden die Algen hier durch Nährstoffmangel unter Stress gesetzt. Die Algen werden getrocknet und aus dem Pulver wird Öl gewonnen. Ein Vergleich mit derzeitigem Biodiesel wird den Algen nicht gerecht. Das Algenöl hat eine wesentlich höhere Qualität. Unser, wie wir ihn nennen, erneuerbarer Diesel ist ein Diesel auf Kohlenwasserstoffbasis, der sich chemisch vom herkömmlichen Diesel nicht unterscheidet. Und weil es die gleichen Moleküle sind, kann man den Diesel auf dem gleichen Weg vertreiben. Und weil sich der Algendiesel in der Praxis nicht vom herkömmlichen Diesel unterscheidet, kooperiert der deutsche Autobauer Volkswagen mit dem amerikanischen Hersteller. Der Konsument an sich hat keine Veränderung der heutigen Eigenschaften. Das heißt also, er kann diesen Kraftstoff an der Tankstelle tanken. Es ist keine Veränderung für sein tägliches Fahren. Der weitere Vorteil ist, dass der Kraftstoff in die heutige Tankstelleninfrastruktur eingebunden werden kann, ohne dass große finanzielle Aufwendungen getätigt werden müssen. Algenbiodiesel ist umweltfreundlich, ohne dass Motorleistung eingebüßt werden muss. Und Algen sind effizienter als Energiepflanzen wie Raps. Unter idealen Bedingungen produzieren sie 30 Mal mehr Öl. Durch Zufall haben die Forscher während ihrer Arbeit entdeckt, dass das Öl bestimmter Algenkulturen eine ähnliche Qualität wie Olivenöl hat. Wir haben abertausende Algenkulturen getestet, um die geeignetste Algenart für die Herstellung von Diesel zu finden. Dabei sind wir immer wieder auf Algen gestoßen, die ein Öl produzieren wie Olivenöl. Zuerst warfen wir das weg, bis uns klar wurde, dass Olivenöl einen etwa 10-mal höheren Marktpreis hat als Diesel. Aus diesem Algenspeiseöl wird ein Mehl gewonnen, das reich an essentiellen Fettsäuren ist. Es soll in der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden und ungesunde Fette ersetzen. Die Solarcyme-Forscher haben in ihrem Algenöl auch eine Chemikalie entdeckt, die unsere Haut vor Alterserscheinungen schützen soll. Daraus wird jetzt unter anderem eine neue Anti-Aging-Creme hergestellt. Eine komplette Kosmetikreihe auf Algenbasis wird hier vorgestellt bei einer großen Parfümeriekette in New York. Die Profite, die Solarcyme aus ihren Nebengeschäften mit Kosmetika und Lebensmittelzusatzprodukten erwirtschaftet, fließen direkt zurück in die Optimierung der Algendieselproduktion. Die Konzentration liegt weiterhin auf dem Kernprodukt Solardiesel.
Die Kunst ist, einen Treibstoff herzustellen, der 1:1 als Ersatz funktioniert. Das heißt, so wie er ist, ohne Zusätze. Vergessen Sie jetzige Biodiesel, sowas wie Ethanol oder irgendwelches altes Pommesöl aus Restaurants. Das ist Vergangenheit. Mit einem Preis von unter 1.000 Dollar pro Tonne ist die Solardieselproduktion schon jetzt kostengünstig. Angesichts des weltweiten Konkurrenzkampfs auf dem Biodieselmarkt ist derzeit kaum abzusehen, ob Algenöl tatsächlich der Kraftstoff des 21. Jahrhunderts werden wird. Viele von uns haben schon einmal gehörlose Menschen gesehen. Sie unterhalten sich mit